Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie man künstlich ein wenig Kamerabewegung in einen statischen Clip bringen kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, ich habe hier diesen Clip von diesem Seilspringen hier, der so völlig statisch ist, ab einem Stativ gefilmt. Und wir wollen jetzt hier ein wenig Movement, also ein wenig Kamerabewegung reinbringen. Wie mache ich das? Zuerst gehe ich mal hier auf meinen Clip, markiere meinen Clip und gehe hier auf Effekteinstellungen und skaliere das Ganze hier ein wenig nach oben, dass wir hier dann bei der Bewegung etwa 110%, so dass wir dann hier etwas bei der Bewegung etwas Freispielraum haben rund um das Video herum. Als nächstes fahre ich hier an den Anfang und sage hier, ich möchte die Position tracken, setze mir hier ein Keyframe und nehme mir dann hier das Auswahlwerkzeug und klicke hier auf das Video, und wenn ich hier drauf klicke, seht ihr, gibt es hier so einen blauen kleinen Kreis hier, und dann kann ich hier mal das abspielen, stoppen. Wir wollen jetzt das ein wenig nach rechts verschieben. Ihr seht jetzt hier, gibt es schon, und jetzt ein wenig nach unten, das hier ein wenig nach unten verschieben und nach links verschieben den Kreis hier. Ihr seht jetzt hier oben, jedes Mal, wenn ich das verschiebe, gibt es hier einen kleinen sogenanntes Keyframe. Und wir machen hier weiter. Wir nehmen das wieder ein wenig nach oben. So. Und wieder hier rüber. Das hier rüber, so. Und noch ein wenig nach unten jetzt hier wieder. Den blauen Kreis hier verschieben. So, kommst du echt? Los. So. So kann ich hier das Movement erstellen, und wenn wir das hier mal so abspielen, dann haben wir jetzt hier einen kleinen, leichten Kamerashake drin, wie wenn die Kamera hier ein wenig unruhig bewegt wurde. Um das Ganze noch ein wenig zu verbessern, können wir hier noch ein wenig Unschärfe reinbringen. Dazu gehen wir hier auf die Effekte und suchen hier bei den Videoeffekten den Effekt Weich- und Scharfzeichnen, den Gaußschen Weichzeichner. Viele kennen einen von euch schon, den kann man oft verwenden hier. Legen ihn hier mal drauf, gehen wieder auf die Effekteinstellungen und haben hier den Gaußschen Weichzeichner drin. Und die Weichzeichnung wollen wir hier, wenn er dann landet, so, gehen wir einen Clip nach hinten, setzen hier ein Keyframe, fahren bis zur Landung und machen hier etwa 100%, so, fahren wieder, so, und machen hier wieder 0. Und jetzt haben wir hier so ein unscharfer Clip drin, den können wir jetzt, sobald er wieder landet hier, können wir ihn kopieren und hier wieder einsetzen, zack, und so weitermachen hier. Hier wieder einfügen und hier wieder einfügen, so. Und dann haben wir neben dem Kamerashake noch auch ein so unscharf, so
wenn die Kamera da schnell fokussiert hätte und das Ganze unscharf ist. Also wir haben jetzt hier ein wenig eine künstliche Bewegung im Bild drin. Ich kann das Ganze nochmal schnell ausschalten hier, dann sehen wir das, wie das vorher und nachher. Wir haben hier statisch, schalten wir hier die Bewegung zu, haben wir hier schön die Bewegung drin und wenn wir dann noch hier den Gaußschen Weichzeichner reinschmeißen, haben wir auch noch das drin, also haben wir jetzt wenig Bewegung drin. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Videotutorial zum künstlichen Einfügen von Kamerabewegungen in Premiere Pro gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, postet sie mir unten in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr und wir sehen uns sicher wieder in einer Woche mit einem neuen Tutorial. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!